Perfekter Start in den Montagmorgen. Es ist Mittwoch. Oh, es ist Mittwoch. Kurze Woche, ja. Montag, Dienstag war frei, war Feiertag. Und heute haben wir mal wieder ein Problem mit unserem Kühlschrank. Da wird das Frühstück, das Musi, heute einfach mal gelutscht. Ich bin vorbereitet. Das habe ich schon mal gesehen. Alter. Das Konfetti ist einfach. Das ist immer schön, wenn wir uns hier gegenseitig irgendwelche Prank-Videos zuschicken. Sehr, sehr funny. Wir robben hier durch den Gang. Wir hatten nämlich gerade ein Meeting beim Chef. Und alle hatten ihren Stuhl dabei. Nur Bekloppte hier. So, eigentlich wäre das Wochenvideo jetzt schon zu Ende. Denn heute ist Donnerstag und für mich Wochenende. Und aus der Arbeit habe ich aber bloß ein, zwei Sequenzen gefilmt. Warum? Weil ich fahre jetzt in die Schweiz oder nach Österreich, Liechtenstein, irgendwo da in das Eck und mache ein paar geile Fotos. Und da nehme ich das Wochenvideo natürlich auch mit, denn wir sind bis Sonntag unterwegs. Und am Montag gibt es dann hoffentlich, ich glaube nicht, dass am Montag rauskommt, aber am Dienstag zumindest ein neues Wochenvideo. Wuhu! Wir sind immer noch unterwegs, absolute Katastrophe, das Wetter ist Horror, die Straßen sind schlecht und wir haben uns schon viermal verfahren jetzt, weil das scheiß Navi in dem Auto über viel zu spät ansagt, wann wir abfahren müssen. Jetzt ist Fahrerwechsel, jetzt bin ich dran mit fahren, anderthalb Stunden haben wir noch und dann sind wir hoffentlich da. So, wir sind dann auch mal endlich angekommen. Ich muss flüstern, weil es ist schon sau spät in der Nacht, wir haben glaube ich 12:30. Denise. Du schläft noch nicht. Ich hab jetzt so ein scheiß Video aufzunehmen. Ganz auch mal besonders im Kopf. Die anderen schlafen. Wir schlafen jetzt auch, weil morgen früh steht schon das Sonnenaufgang auf dem Programm. Früh. Nachts um 16:30. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Beziehungsweise wunderschön geht anders. Es ist scheiß früh. Wir sind kurz nach 5 aufgestanden. Wir stehen jetzt irgendwo am Berg, es ist sackdunkel, arschkalt. Und arschkalt ist nicht nur so ein bisschen arschkalt, sondern es liegt hier Schnee. Und jetzt müssen wir noch 40 Minuten laufen. Spaß schaut anders aus. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe hier. Die Jungs auch komplett fertig, ich komplett verschwitzt. Das ist ungefähr der Weg, das ist das Terrain. Arschkalt, mega verschwitzt, jetzt schon halten wie kann man. Das hat auch noch gut drauf, oder? Super. Ja. Absolute Katastrophe, Alter, wer sich so einen Scheiß überlegt hat. Hat eigentlich gesteinigt, mitten in der Früh so ein... Kann man da hoch? Ja, das, irgendwo musst du doch hoch, da oben ist ein Schild zumindest. Da lang. Wo lang? Da. Da meinst du? Ja, jetzt dann gehen wir da lang, machen wir ein paar Schritte extra. Ah nee, da hoch? Da sind die da. Du willst mich verarschen, Alter. Oh ne. Verlaufen glaube ich es nicht, weil es gab nur den einen Weg, aber der ist auf jeden Fall schön kacke. War natürlich die absolute Katastrophe da oben. Wir haben nichts gesehen, es war eiskalt. Wir haben nur schnell einen Tee getrunken. Ich war genervt vom Wetter. Jetzt sind wir runtergefahren und hat es aufgerissen. Jetzt haben wir hier schnell zu einer Serpentine angehalten und ein paar geile Schüsse gemacht. Jetzt hat es wieder zugezogen. Fahren wir da weiter. Ich bin durchgeschwitzt, eiskalt, ab in die Unterkunft.
die Schmach von heute Morgen ist verdaut. Wir haben uns jetzt gedacht, wir fahren einfach in die Schweiz, da ist das Wetter besser. Jetzt sind wir in der Schweiz. Und zwar hier am Kornbächli. Am Kornbächli, oder wie es heißt. Und laufen jetzt hier zu irgendeinem See runter. Voll bepackt wie die größten Touristenidioten. Die da vorne am Feuerholz dabei. Wir haben ein Zelt, wir haben eine Hängematte. Alles Mögliche, was der gute Outdoor-Fotograf so braucht. Die Denise hat einen Hut. Und wir haben keine Ahnung, was uns da erwartet. Wir werden wahrscheinlich da jetzt an einem ganz normalen Touristensee halt stehen. Das, hier sind über, wir haben Autos geparkt, da oben der Parkplatz war Rübenrahmen voll. Aber wir haben trotzdem hier mal alles am Start. Zeig mal die glücklichen Kühe, die hier mitten in der Natur wohnen. Die hört man nur, die sieht man nicht. Doch, da ist auch eine. Boah, das ist ein Baum. Hinter dem da steht sie. Die Drakensberg sind natürlich auch wieder am Start. Die haben mich wieder ausgestattet hier mit den geilen Reisetaschen. Machen ein paar coole Fotos. Und die Jungs von Strongton haben uns hier Pullis und Sweater und alles Mögliche mitgegeben. Wird cool. Also wenn hier schon Treppen nach unten gehen, ne, dann rechne ich da unten mit mindestens einem Drehbootverleih. Ich rechne mit einem Café, einem Eisstand, einem Badestrand und jeder Menge Leute. Das. Was sagst du? Wie wird Türkis? Ah, Türkis, der See. Ah, das ist echt schön, zeig ich dir gleich. So, Freunde, so schaut das Ganze jetzt aus. Ohne Witz. Jegliches Idyll zerstört, was man sich immer so schön vorgestellt hat, wenn man die Instagram-Bilder sieht. Ach, dann Zelt am Berg und mit See, da wacht man gerade auf. Und einen alten Arsch, wir sind hier fünf Fotografen, haben schnell ein Zelt aufgebaut und jeder fotografiert seine Füße da drin. So läuft das, ja. Und mir wurde gerade gesagt, das machen wahrscheinlich alle Instagramer so. Deswegen. Die Illusion wurde zerstört. Labarababa. Für meine Story. Achtung. Ach, nicht für ein Video. Nein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das die Legria einfangen kann, weil das Wasser hier im See ist schon geil, ne? Also mega türkis, schön klar. Aber da ist der Bootsverleih, da ist das Café, da ist eine gelbe Fahne, da ist eine Dusche, da ist der Einstieg. Im Endeffekt ist es ein Badesee und überall laufen Touristen außen rum. Ja, Sonnenaufgang, die zweite, wir versuchen es mal wieder. Diesmal besseres Wetter, ja, blauer Himmel. Und Leute, schaut mal, das ist der Weg, wo wir gestern hochgekraxelt sind. Unglaublich, wenn ich das heute so ohne Nebel sehe, aber wir sind hier so in Schlangen hoch und dann hier an dieser Felswand entlang. Bis da oben, wo das kleine Ding ist, da steht. Also, unglaublich. Wenn ich das sehen hätte, hätte ich niemals angefangen. Thank you.
So, es ist natürlich das eingetreten, was ich schon immer befürchtet habe. Christophs Drohne ist in einem Baum gelandet. Leider sind ja ungefähr 1 Million Bäume und jetzt müssen wir die erstmal suchen gehen. Und weil alles andere zu einfach wäre, müssen wir jetzt auch irgend so einen Bach überqueren. Jo, ich bin gespannt. Hoffentlich finden wir das Teil. Freunde, das ist unglaublich, ey. Weite Wiese, ja, da hinten Wasserfall, ein paar schöne Bilder gemacht. Alles gut. Und dann hast du hier 2 Bäume stehen. Rat mal, wer reinfliegt. Aber zum Glück wieder gefunden. Wir sind jetzt hier riesen Suchtrupp, 4 Leute losmarschiert. Über den Bach drüber, um das Ding zu suchen. Aber es schaut noch gut aus. Aber ja, ich werde berichten, ob es auch noch funktioniert. Scheiße, Alter. Ich wollte einen geilen Move machen so. Und das hat mal wieder nicht funktioniert. Scheiße, scheiße, scheiße. Und im Arsch, oder? Nee, schaut gut aus. So, Freunde, mittlerweile ist Sonntag und ich bin echt fasziniert. Der Akku hier hat durchgehalten, obwohl er schon am Donnerstagabend angezeigt hat, batterieschwach. So, was mir jetzt aber eingefallen ist, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wo wir wohnen. Denise und mein Schlafzimmer, unsere Terrasse und unser Ausblick. Und jetzt führe ich dich einfach mal hier durch die Bude. Das ist der Marcel. Bad Nummer 1. Das ist die Denise. Dann haben wir hier den Daniel. Hallo. Haben wir noch was für dich? Die Marie. Und? Eigentlich Schlafzimmer Nummer 3, aber eigentlich wird noch Jerome. Den blende ich hier ein. Das ist Jerome. Okay. Auf jeden Fall haben wir hier eine fette Küche. Da hinten ist noch Wohnzimmer. Und Terrasse mit Ausblick, also ist echt sehr, sehr, sehr nice. Kannst du mal deinen Blattbretter wegräumen? Okay. So, ich muss ausräumen. Vlog für die Woche vorbei. Ciao, danke fürs Anschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Allah, gell? Allah! So, jetzt muss ich noch einen ganz fetten Shoutout machen. Und zwar einmal hier am Drakensberg, die mir wieder unendlich geile Taschen zur Verfügung gestellt haben für Bilder und so weiter, und an Strongen hier, die Ankerleute, die haben mir eine ganze Box, die ist gerade leer, weil ich die Mütze gerade auf habe, die haben mir eine ganze Box mit Material direkt hierher geschickt. Sehr, sehr geil. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Ich verlinke das hier, ich schreibe das hier rein, Strongen und Drakensberg. Richtig, richtig coole Leute. Und was das Beste ist, nicht nur irgendwelche Firmen, sondern die Leute, wo da arbeiten, die sind auch richtig nett, die sind cool drauf, da passt alles und das ist nicht so der übliche Kommerzkack. Bye, bye. Und was macht die Denise? Die schaut nur doof. Ja, ich hab grad... Ja, wird nicht besser, hör mal auf.